Hannes Allmann hat den ersten Drewke Future Cup gewonnen, das ist der erste von drei hier auf Fehmarn und es sah so aus, als hätte es richtig Spaß gemacht. Ja, es war unglaublich, es hat richtig Spaß gemacht heute Morgen, auch hier auf Fehmarn, weil es auch richtige Tradition hier auf dem Turnier ist schon, muss ich sagen, und war schön, hier vorne zu stehen. Erzähl uns ein bisschen was über San Salve, was zeichnet das Pferd aus, was magst du gern? Es ist unglaublich, was er für einen Kämpfer jetzt hat, er sucht immer den Go nach vorne. Und obwohl er so heiß ist und immer versucht nach vorne zu rennen, ist er auch nach vorne immer richtig vorsichtig. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich ihn von Professor Heike zur Verfügung gestellt bekommen habe. Jetzt ist es so, es gibt noch zwei Stationen. Die nächste ist beim Landesturnier in Redefin und dann kommt ja nochmal die Station in Schenefeld. Das ist sozusagen der dritte und letzte Teil. Und da gibt es ja auch ein bisschen was zu gewinnen. Hast du dir überlegt, ob ihr vielleicht auch nochmal in Fehmarn oder in Redefin reitet? Fehmarn war ja gerade und ich wollte... Nein, Entschuldigung, muss ich nochmal machen, ob ihr nochmal in Redefin oder in Schenefeld seid? Schenefeld sind wir wahrscheinlich ja. Redefin ist für uns doch schon ziemlich weit weg und wenn ich dann da nur zwei Springen reiten kann mit dem Pferd, das ist dann doch zu weit leider. Jetzt war gestern Abend auch noch eine Party. Geht man da hin, wenn man weiß, dass man um 8.15 Uhr noch ein Springen hat oder macht das nichts? Doch, wir gehen gerne dahin und trinken auch mal ein Bierchen, aber eigentlich konzentrieren wir uns doch schon auf den Sport. Okay, vielen Dank, Hannes Allmann, und viel Glück.